Hallo meine Lieben. So, heute werde ich speziell auf die Kinder- und Jugendhypnose eingehen. Das hatte ich ja schon angekündigt. Das ist ein sehr ernstes Thema und fordert auch eine besondere, wirksame und sanfte Methode. Wenn Kinder Probleme haben, tragen sie diese zunächst einmal eine Weile mit sich herum. Dann dringen diese Probleme in die Familie, in den Freundeskreis und sogar in den Schulbetrieb. Kinder und Jugendliche verändern ihre Persönlichkeit, die zunächst Verwunderung und dann Schrecken auslösen. Vom Umfeld unerkannt schaffen sie Situationen, die keiner versteht, weil man die Symptome nicht erkennt. Bei ihnen merken wir oft nicht, welche Probleme sie haben. Erst wenn ihr Verhalten immer lauter wird und das in verschiedener und unterschiedlicher Form, werden sie wahrgenommen. Sie werden frech, sie werden laut und unverstanden. Oder aber auch das Gegenteil, ruhig, in sich gekehrt, werden schlechte Schüler und leiden eventuell an Appetitlosigkeit. Man sucht einen Arzt auf und sie erhalten Medikamente, leider nicht immer mit Erfolg, eigentlich ohne Erfolg. Der Erfolg bleibt aus. Die Situation wird immer unerträglicher und fragwürdiger. Das muss nicht immer pubertär sein. Nein. Das ist eine Ansammlung mehrerer, tieferer Geschehnisse. Und hier, genau hier, muss eingegriffen werden. Sie brauchen Hilfe, ganz dringend. Aber auch unsere Kinder und Jugendliche wollen. Sie wollen frei sein, wollen auch leben und das, wie sie wollen. Mit meiner Hypnosesitzung kann ich konkrete Lösungen für bestehende Probleme finden, sanft und wirkungsvoll. Meine lieben Freunde, meine lieben Eltern, wenn ihr mit euren Kindern und Jugendlichen Hilfe braucht, bin ich für euch da. Meldet euch bei mir und wir finden Lösungen, die Lösung. Für dein Kind. Die Telefonnummer ist hier unten eingeblendet. Ich freue mich auf euren Anruf und bis dahin alles, alles Liebe. Eure Deria.